Wir haben den Auftrag bekommen vom Mastra, vom Bundesamt für Strassen, Projektierungsgrundlagen aufzunehmen im Bereich zwischen Reichenau und Rotenbrunnen. Und in diesem Bereich wird alles entlang von der A13 detailliert aufgenommen. Das heisst, die Situation und die Höhen muss genau bekannt sein, um nachher das Erneuerungsprojekt zu projektieren. Eine hohe Detaillierung und die hohe Genauigkeit, die gefordert ist bei diesem Projekt, hat uns dazu bewogen, um eigentlich die Aufnahmen mit diesen hochkomplexen neuen Systemen aufnehmen zu lassen. Einerseits der Helikopter, andererseits vom Fahrzeug aus, wo wir mit Mobile Mapping die ganzen Daten erheben. Und dann wird es natürlich auch noch einen schönen Teil brauchen, wo man terrestrisch, konventionell aufnimmt. Das sind zum Beispiel Kunstspalten, die man unten hinten noch aufnimmt und so, wo zum Teil auch Laserscanner zum Einsatz kommen, aber terrestrisch. Zusätzlich zu den Aufnahmen aus dem Helikopter und aus dem mobilen Fahrzeug wird man jetzt mit dem Tachymeter noch die Bereiche vermessen, die man da nicht hat mit erfassen können. Und diese Zusatzaufnahmen sind dafür da, um schlussendlich im Büro dann einen Längsschnitt durch die Brücke zum Beispiel zu erstellen, dass der an jeder Stelle geometrisch richtig und exakt und vollständig ist. Speziell reizvoll war vor allem einfach eben das Zusammenspiel von den verschiedenen Technologien. Das haben wir in dieser Form sicher schon mehrfach gemacht. Aber jetzt gerade alle Sachen, die man hier eingesetzt hat, in einem Projekt, das kommt sehr selten vor. Und das ist wirklich eine ganz heisse Sache. Das lässt das Vermesserherz richtig höher schlagen.